Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wieder der Shorty von der Test Area und ich habe ein Mod-Update für euch. Kategorie Geräte, Schneidwerke. Wir haben da, in meinem Fall ist es hier ganz hinten, vom Arthur bekommen, das Cressoni-Schneidwerk mit 23 Meter Arbeitsbreite. Das wurde jetzt geupdatet und zwar vom Joao. Der Joao hat Arbeitsgeschwindigkeit auf 35 km/h gesetzt bei 23 Meter Arbeitsbreite. Wir schauen uns das gleich natürlich wieder an. Und was es vorher schon konnte, waren Standardfrüchte wie Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen. Und genau, was jetzt habe ich vergessen, was das ist. Keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall, was man nicht vergessen darf, was das Schneidwerk noch kann, auch ist Mais und Sonnenblumen. Man braucht also kein extra Maisgebiss mehr kaufen. Leider ist jetzt nicht aufgeführt, was geupdatet wurde, weil das auf meiner Testmap nicht vorkommt. Und zwar wurde es geupdatet durch die Früchte der nordfriesischen Marsch, die da neu hinzugekommen sind. Das ließ mir keine Ruhe. Ich habe nachgeschaut. Sorghum hier ist dieses Symbol hier. Sorghum hier. So, Mais und Sonnenblumen kann es auch. Wir haben Farbwahl. Was habe ich eigentlich draußen stehen? Achso. Ich werde das mal anpassen. Fenn schwarz. Wir können als Designfarbe nehmen wir mal ein schnickes Weiß. Und als zweite Designfarbe Chromfenngrau 1. Genau. So, nehmen wir das mal. Und dann gucken wir uns das jetzt mal draußen an. Ich habe da nämlich den Drescher stehen. Also, es ist kompakt. Ne? Es nimmt keinen Platz weg, wenn man es auf dem Hof stehen hat. Und wenn man es an Drescher dran hängt, das ist Multi-Brand, also soll an so ziemlich jeden Drescher dran passen. Man müsste halt nur richtig ans Schneidwerk ranfahren. So. Und guck mal, jetzt hängt das vorne dran. Ja, es nimmt kaum Platz weg. Wahnsinn, oder? So. 23 Meter. Ich klappe es auf. Achte drauf. Mit Sound. 23 Meter Arbeitsbreite. Da gibt es nichts zu meckern, oder? Jetzt ist es natürlich von Arthur. Ich probiere mal. Und schaut, hier. Keine Kollision. Zumindest nicht überall. Ist der nächste Vorteil. Ich denke, Kollision ist hier. Irgendwo wird das anfangen mit der Kollision. Ja, hier. An der Stelle. Wo das Verbindungsstück ist. Wir testen das mal vielleicht an einer Laterne. Oder wo? Nein, ich weiß, wie wir das testen. Wo die Kollision beginnt. Wir holen mal den Fendt dabei. So. Komm mal her, Kleiner. Und dann drücken wir mal ins Schneidwerk rein. So, keine Kolli, keine Kolli, keine Kolli, keine Kolli. Bums, da ist Kollision. Da, wo das Schiebestück ist. Ne? Also, hier. Da ist Kollision. Ab hier, das Stück. Finde ich gut. Finde ich toll. Finde ich praktisch, ihr Lieben. Schicke Sache. Schickes Schneidwerk. Und wie gesagt, damit Schneidwerkwagen, die Geschichte hat sich sowieso dann erledigt. Ein Schneidwerk, das alles kann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Arthur, Joao und ich freuen uns auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich und kommt damit auch euch zugute. Ich war, bin und bleibe der Shorty von der Test Area. Und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf. Bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, den Drescher aufzuklappen, nicht vergessen.
bleibt gesund. Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.